Boah, und trotzdem passiert mir das. Ich wusste, was kommt. Ja, moin moin und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend zu einem neuen GTA 5 Let's Play. Jawohl, und zwar, so wie ich das jetzt verstanden habe, geht es hier um die Vorbereitung für diesen großen Bankraub, von dem alle reden. Und ich muss jetzt hier erstmal mit Trevor Militärausrüstung abfangen. Dazu brauche ich jetzt erstmal irgendein Fahrzeug. Dafür nehme ich mir jetzt erstmal den hier. Hier oben in der Wüste kriegt man ja eh nichts anderes. Die Bank habe ich eben schon mal ausgekundschaftet mit Lester und wie sie nicht alle heißen. Also die Lester-Schwestern waren wieder unterwegs. Oha. Ammunition. Fallschirm. Wir freuen uns, den Ammunition-Kunden Fallschirme anbieten zu können. Ja, dann kann ich ja bald diesen berühmt-berüchtigten Fallschirmsprung machen, den man in GTA machen kann. Dabei habe ich schon mal einen gemacht, aus dem Flugzeug heraus. Ich glaube, das habe ich auch als Let's Play aufgenommen. So, jetzt fahren wir erstmal zum Stützpunkt. So, wer ist denn Martin, der mich da anruft? Ja, schick mir eine SMS, du Blödmann. Ich muss jetzt zum... Fahre ich überhaupt zum HS-Stützpunkt? Ja, habe ich richtig markiert. Warte mal, woher? Was ist denn hier los? Bewegt er sich? Ist der mobil oder was? Also ich will jetzt hier H&S, ich muss hier Militär irgendwas abfangen, um an Ausrüstung zu gelangen. Das ist jetzt mein Ziel. So, 1 Kilometer noch. Da oben. Ja, nochmal der Blick auf die Game Capture. Nehme ich überhaupt auf? So, und das Ding scheint sich zu bewegen. Ich dachte, ich muss an einen Ort fahren. Aber, wie man hier sieht, bewegt sich das Teil. Da ist HS. Militärausrüstung. Okay. Ah. Die Ausrüstung darf... Fang die Militärausrüstung ab. Ja, und wie soll ich das bitte machen? Ausrüstung darf nicht beschädigt werden. Ja, und jetzt? Der zielt mit der Waffe auf mich. Heißt das, ich soll den jetzt erschießen? Der steigt wieder ein. Das ist schon mal gut. Ach, habt ihr gesehen, wie viele da drin sitzen? Ja, jetzt habe ich einiges, was mich da verfolgt. Und ich soll mich jetzt zu einem Labor begeben. Das wird nicht einfach. Vor allem nicht mit dieser Krücke hier. Ja, dass das jetzt so einfach ist, einfach einsteigen und das Ding mal mitnehmen, das ist ja mal ein Ding. Oh Gott, kommen Sie da? Ach nee, der, das ist ein normaler, der überholt mich nicht, weil ich hier so rumschleiche. Ja, ich habe mir übrigens ein neues Spiel für die Xbox 360 geholt. Jetzt werden die Ersten sicherlich fragen, pushen, warum denn Xbox 360? Ja, Xbox One, man muss ja nicht immer mit dem neuesten Trend gehen. Die Xbox One wird in den nächsten 2-3 Jahren auch, ich denke mal, immer noch erhältlich sein. Deswegen muss ich noch nicht umsteigen. FIFA 15 wird es, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, auch für die Xbox 360 geben. Und außerdem habe ich mir gerade wieder ein älteres Game geholt. Und zwar... Das war jetzt nicht gut. Driver San Francisco, falls das jemand kennt. Ich würde dazu in nächster Zeit gerne Let's Plays machen. Und ja, mal gucken, ob es mir gefällt. Ich habe mir sehr lange rum überlegt, welches Game nimmst du. Ich wollte eins, wo ich heizen kann, so ähnlich wie hier, aber wo ich auch mit echten Autos fahren kann. Das soll da funktionieren. Ich bin ganz gespannt, ob das so... Ist das hier so richtig, was ich hier machen muss?
Jetzt muss ich die Wachen ausschalten, okay. Keep me covered! Aha, jetzt habe ich hier auch mal eine richtige Waffe. Ach, da oben. Ja, obwohl die so eine Schutzausrüstung tragen, sind die doch recht schnell fertig, ne? Ah, habe ich ihn? Ich glaube ja, ne? Ne, einer ist irgendwie noch. Wir sind's, wir haben es geschafft, cool. Bestanden! Militärausrüstung. Naja, ich hab sie. Ich hab hier alle umgelegt und trotzdem verfolgt mich jetzt keiner. Okay, wie geht's weiter? Militärausrüstung habe ich. Muss ich jetzt noch mehr abfangen? Mal gucken. Huch. Ja, wo muss ich hin? Zum Tee? Zu Trevor hier wieder? Oh, what? Ich fahr da mal hin. Achso, ich rufe jetzt hier Lester an. Ich hätte jetzt gerne erstmal ein Auto. Lester, die Schwester, Alter, wir haben Militärausrüstung shit hinter meinem Büro. Okay, Trevor, ich melde mich, wenn die Sache losgehen kann. Halt mich auf den laufenden Kumpel. Ja, und jetzt? Ich fahr trotzdem nach Trevors Home. Wenn dann hier mal ein Auto kommt, in das ich einsteigen kann, dann kann ich natürlich auch to my hometown fahren. Ach, da steht was. Den werde ich mir ausleihen. Und damit werde ich dann losdüsen. Ja, Driver heißt ja das neue Spiel. Und ja, da kann man wohl nur Auto fahren, nicht so rumrennen wie in GTA. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Allerdings ist das Spiel komplett auf Deutsch, nicht so wie hier, dass man halt den deutschen Untertitel mitlesen muss. Das ist ja das, was mich so ein bisschen stört an GTA. Und dass die Autos alle so komische Namen haben, das stört mich auch. Dass es hier keine Lizenzen gibt für die echten Namen der Autos, was sowieso totaler Schwachsinn ist, wie ich finde, dass die Autos in GTA, dass man die Lizenzen für die Fahrzeuge braucht. Ich meine, es wäre doch Werbung für die Hersteller, wenn man hier jetzt die richtigen Autos nimmt. Das wäre doch Werbung für die. Warum braucht man da Lizenzen? Warum wollen die dafür Geld haben? Es ist ja purer Blödsinn zum Teil. Ist meine Meinung, ne? So, jetzt gehe ich hier mal rein. Oh, mir ist so ein First Aid Kit. Jetzt bin ich wieder ganz gesund. Ah, jetzt kommt hier... Okay, mal gucken. What happens? Hey Jimmy, ich bin's, dein Vater. Hör mal, wenn du das hier abhörst, und sag es auch deiner Mom und Tracy. Bitte, mein Son. Dein Vater war ein böser Junge. Bitte, mein Sohn. Ach ja, ich krieg ja noch mein Auto wieder. Den hat mein toller Sohn mir, also aus Michaels Sicht, der tolle Sohn mir geklaut. Oh man, it's cheap. But it's good. Gasolina? No. Gasolina? Wow. Sorry, Mr. Ist das nicht die, die wir entführt haben, die Alte? Wieso ist die frei? Will die nicht wieder gehen? Oh, shit, I'm sorry, I don't have any low car. Fuck you. Where'd you two go? Oha, ich muss dich vergaden. Wieso interessiert dich? Ja, es ist schon mitten in der Nacht. Ich habe schon hier den ganzen Abend gezockt und gedaddelt. GTA und FIFA. Naja, jetzt geht's hier weiter. Weißt du, zur Sache, bloß weil ich das Leben mag und du dich stattdessen diese Scheiße, deine Kleinstadt, die verfluchten Happy Ends und einer mit der beschissenen Straße. Oh ja, du hast das perfekte Gleichgewicht gefunden. Gleichgewicht, du spinnst doch. Mann, 10 Jahre in der Sonne, ist dir das Hirn geschmolzen. Du wirst mit bedeutungslosen Wörtern und nicht Gleichgewicht.
Ach ja, wie immer müsst ihr selber mitlesen. Mache ich Yoga Dienstags und Donnerstags, sind Nutten und Raubwürfel dran, ja? Und du nennst mich verrückt? Scheiße! I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic. Okay, yeah. Yeah, fuck, now you're gonna stop being an asshole? I don't know. Ja, ab und zu sind diese Gelabert-Sequenzen echt zu lang, weil man muss halt mitlesen und die, die nicht so gut Englisch verstehen oder keine Lust haben, Englisch zu verstehen, weil sie halt abschalten wollen beim Zocken. Für die ist das ein bisschen blöd, finde ich. He hears that his homie's having trouble. Aber ansonsten ist GTA natürlich eins der geilsten Games überhaupt. So you're ensuring that we lie low. Out here. By calling LS and inviting a known accomplice of ours to come out here, what, for a little visit? That is so fucking typical. Ja, ich muss ein bisschen über die Kamera hinweggucken, damit ich mitlesen kann. Deswegen sieht das ein bisschen komisch aus in der Fenster. Think about yourself. Cut here. Okay, cooles Tattoo. Genau das habe ich getan. Ich entschuldige mich dafür. Okay, nun kommt zum Punkt. Ich hau ab, okay? Ich könnte sterben. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Hey, ich komme mit. Nein. No. Nothing else to get out of this fucking dump. You're not going. Have fun, boys. Wieso fährt die nicht? Das ist doch die, die wir entführt haben. Naja, bleib ich auf der Pass, was vergessen kann. Ach, der Truck ist wieder da, natürlich. So, jetzt fahren wir zu Franklin. Mit dem Truck, der irgendwie verschwunden ist, aber das Schöne ist ja mit den, ich sag jetzt mal, Base-Fahrzeugen, die kommen, oh, 8 Kilometer. Was ist jetzt passiert? Also die fahren los, okay, und ich switch jetzt hin zur Landebahn, was ist das? Ne, auf die Brücke. Aber wer ist das? Was ist hier los? Der flucht nochmal. Ah, Trevor. Franklin. Jage die Gebrüder O'Neill. Ja, und dann, wenn ich sie gejagt habe? Was heißt denn jagen? That's right, Chop. We gonna fuck 'em up as soon as Trevor get here. Hey, man, me and Chop on these pumps. We coming up to WH, north of Chumas. All right, the O'Neill brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank rockets into your Vespucci condo when one of your roomies told them that you was gone. Okay, so, if you're on the WH, that means you'll be coming through Raton Canyon, right? Ja, ich kann nicht lesen. Scheiße, schätze ich schon. Ja, das nervt mich. Ich kann halt nicht lesen. Diese extrem Verfolgungsjagden hier machen. Yes, Michael, was machen die denn? Frank, you still there? Yeah, I'm just about holding on to the road. We're taking the chopper and we'll head you off. Deal with these business-stealing pricks on the road. Hey, dog, can you, like, get on it? Because these dudes is rolling hard. We're 5 minutes out from the chopper. Shit. Ich dachte, ich kann die Rahmen so das Tier runterstürzen. So, jetzt ist hier Mission, ja. Die O'Neill-Brüder sind entkommen. Erneut versuchen. Mal gucken, was denn hier jetzt passiert. So, ach, hier fange ich wieder an, okay. No, Chuck, we can't deal with them yet. It's too many of them. Suche ich hier wieder Trevor an. Hey, man, me and Chop on these pumps. We're coming up to WH, north of Chumas. All right, the O'Neill brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank rockets into your Vespucci condo when one of your roomies told them that you was gone. Okay, so if you're on the WH, that means you'll be coming through Raton Canyon, right? Shit, I guess. Good. Me and MT are gonna take the company chopper and meet you there. Company chopper, yes, Michael, it's a tax write-off. Frank, you still there? Yeah, I'm just about holding on to the road. We're taking the chopper. Wow, und trotzdem passiert mir das. Ich wusste, was kommt. Hey, dog, can you, like, get off... Ah, wieder. Ach ja, ich versuch's nochmal, natürlich. Hab ich denn eine Wahl? Hab ich diese Wahl? Nein, ich glaube nicht. Naja, probieren wir's nochmal, oder ich? So, zum dritten. That's right, Chop. We gonna fuck 'em up as soon as Trevor get here.
hier so mit einer Waffe stoppen kann ich sie nicht. Achso, Musik muss ja aus, sonst ist ja hier... Was habe ich da überhaupt für ein Auto? So, jetzt geht's hier wieder links. Ja, ich fahre mal nicht ganz so schnell. Wo? Die schießen auf mich. Nein, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ja unglaublich. Ah, okay, ich versuch's weiter. Und jetzt kommt hier die gefährliche Kurve. Oh, die Brücke ist geil. Das sieht ja mal cool aus. Oh, ich habe wieder aufgeholt. Fahren die jetzt lang? Elk in a row! Shit, shit, shit! Ja. Oh, der Wagen fängt Feuer. Oh, V12. Das ist ja mal cool. So, komm schon. Kann ich sie jetzt abschießen? Oh, da noch etwas, was man bei Driver kann man Menschen nicht umfahren. Die gehen alle aus dem Weg. Die werden alle weggeschietet. Let's do this shit. Oh, shit! Wo sind die Penner? Trevor, man, shit, you there? There was a deer in the road, man. These motherfuckers crashed out. They crashed? They dead? Nah, they gone. They ran into the fucking woods, man. I need air support like right fucking now. Mega plötzlich. So, und was passiert hier jetzt? Warum sind diese Brüder eigentlich immer noch so wichtig? Eigentlich arbeite ich mitten am FBI-Auftrag hier. Ah, so. Was passiert hier jetzt? Es ist gerade so ein Durcheinander. Eigentlich habe ich mit dem Bankraub angefangen und dachte, das geht jetzt recht fix mal. Und jetzt begib dich zum Flugplatz. Jetzt bin ich hier mit den beiden wieder unterwegs. Incoming. Im Anflug, Mann, da klingt er wie ein Profi. Ja, well, this is kind of important. These men don't like me, and they know we're back in the sandy shore. So, oh, seit wann habe ich denn hier einen Helikopter stehen? Und da steht auch noch ein Flugzeug. Ist das meins? Hab ich das dahingestellt? Da? Oder gehört das einfach zu den Missionsparametern? So, dann fliege ich mal rasant geschwind hier los. Why do these guys, the O'Neills, want you dead anyway? Ja, fliegen tue ich echt gerne bei GTA. Das ist auch so ein richtig cooler Vorteil, dass man hier alles machen kann. Man kann fliegen, man kann fahren, schwimmen, tauchen, Waveboard fahren und oh, ja, das ist schon cool an GTA. Man kann sich hier ewig dran, glaube ich, aufhalten. Auch wenn ich jetzt erstmal übermäßig die Mission weiterspielen will, weil ich da auch mal weiterkommen will. Always with the quips! You're such a depressing cynic! Oh, poor Trevor! I'm sorry I'm a human being with thoughts and feelings and emotions. Wait a second! I remember this chopper! We used this to break into the IAA building! You stole it from the FIB? Not so! I took it in lieu of payment! There was a rifle on board too, so if your panties aren't all in a so, da ist dieser yellow ring. Can you please use it to scan the forest for the O'Neills? Oh, I'm your hitman now. I'm not gonna force you, Michael. Ah, nein, ich dachte, ich darf selbst landen. Nee, darf ich leider nicht. Oh, ah, jetzt wird's hier cool. Wo sind denn die Trottel? Look for their heat signatures. Ja, wo sind sie denn? Ah, Wärmebild. Aha. Hä? Wieder ist verschwunden.
punks waiting around in the shallows. So, das sind alles irgendwie Rehe. Was ist das hier? Ach, das ist Franklin. Okay, ein guter. Ein Gut, dass ich den nicht abschießen kann. So, einen hab ich, glaube ich. Wieder Franklin mit seinem Hund. Das sind wieder die Rehe. Any of them punks waiting around in the shallows? Da. Unless Moose has started walking on two legs, brought his ass down. Not this time, Pondo. We gotta keep looking. So, das ist ja... Oh, da oben. Das bin ich bestimmt wieder mit meinem Hund. Ja. We ain't found him yet. So, ah, was ist das denn? Auch nur ein Reh, okay. So, was könnte das hier sein? Rehe. 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 Was immer das ist, das ist er nicht. Reh. Weiß. Da. Yeah, he looks like a human being. You wanna show mercy to the last of these innocents? Ich glaube, ich hab ihn. Higher ground, Mikey, you find them on the hill. Dann jetzt? I think I see someone. Wie nach links. Waren das vier? There.
Ja, das ist in der Tat gerade echt hier mal. Links zielen, da. Nein, es ist ein rennendes Reh. Da. Es ist auch nur ein Reh. Ja. Folgen. Oh, jetzt muss ich folgen. Job folgen. Ja, ich bin da schon unterwegs. Könntest du. Ja. Lauf! So. Jetzt muss ich hier die beiden wieder einsammeln. Alright, now that the angry hillbillies with rockets are dead, is there anyone else we should worry about trying to kill you? Oh, oh sure. Fast perfekt. Yeah, there's some bikers, the Chinese, Madrizo's people, but whatever. Don't act like you're so popular. So. Hat geklappt. Mit dem Landen, jetzt sammle ich die beiden ein. Und Franklin und Mission erfüllt. Nächster Halt, Flugplatz. Da fliege ich jetzt noch hin, natürlich. Oh, wird schon wieder ein extrem langes Let's Play hier. You know, the airfield's fine, don't you? Oh yeah, you can afford a runway, but you can't afford to move out of that corrugated metal death shack. So how you guys doing? Well, we're alive. Hey, good work down there. I'm the one who says thank you. He was helping me. Thank you, Franklin. Yeah, it's cool, homie. And thank you, Chop. Hey, are you gonna tell us exactly what we were helping hab with? Ich schon mal unterflogen? No, you said these guys stole some business, but that doesn't really explain why jetzt they wanted to get. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch ein paar Brücken unterfliegen. Didn't I say what happened after they stole the contract? Nope, you didn't. Oh. I went to their farm and I killed a lot of them and then I blew it up. Ja. Killed a lot of them? Ich hab's geschafft. Yes, I think that was zählt aber nicht. Fliegen wir zum Flugplatz, stellen das Ding da wieder ein. Oh ja, allerdings. Der Flugplatz, da ist er. Da ist schon mal die Landebahn. Und da ist das H-Zeichen. Und da kann ich dann den Heli einfach mal absetzen. Here we go, taking her down. Ja, wenn das mal nicht eine fast perfekte Landung war. Allerdings soll ich da vorne landen, ist ja auch jetzt komisch. Naja, gut. Einen Freund in Not zu helfen. Komm schon, Chop. Komm. Oh ja. Das ist es, wofür ich liebe. Hey Mann, wir leihen uns klar. Komm schon, Michael. Klar, danke für die Warnung. Juhu, geil. So, jetzt ist hier Trevor wieder allein. Und jetzt? Bestanden.
Keine Kopfschüsse, natürliche Auslese, was auch immer das heißen soll. Weiter, so. Wo ist das Flugzeug hin? Das kann ja wohl mal wieder nicht wahr sein, ne? So, Lester ruft an. Okay, wir sind bereit, die Sache durchzuziehen. Treffen uns im Labor. Okay, jetzt muss ich ins Labor. Gut, das war's bis hierhin. Das Let's Play war ja mal wieder richtig lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao!